Ich begrüße mit Ihnen ganz herzlich Sabine Hammer vom BUND, den größten Umwelt- und Naturschutzverband Deutschlands. Sabine ist Vorstandsmitglied der Kreisgruppe Köln. Und das Tolle ist, Sabine hat uns von Anfang an unterstützt. Bei der ersten Infoveranstaltung war sie schon dabei und hat uns auch schon aufgeklärt über viele Themen. Deswegen sind wir heute gespannt, was noch kommt. Herzlich willkommen. Liebe Sabine, liebe Bürgerinitiative, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Und ich glaube, das ist der erste Demonstrationszug in der Geschichte von Port Süd. Ihr schreibt Stadtteilgeschichte! Ihr seid laut, damit es nicht still wird. The Silent Spring, der stumme Frühling. Das ist ein Buch, das die amerikanische Biologin Rachel Carson geschrieben hat, 1962. Es gilt als der Start der weltweiten Umweltbewegung. Und es fängt an in einem Ort, der könnte Niederkassel sein, der könnte Köln-Langel sein. Es gibt dort stattliche Bäume, es gibt dort üppige Felder und prächtige Blumen. Und die Menschen leben gut. Aber dann, eines Tages, stirbt das Vieh, es sterben die Haustiere und die Menschen werden krank. Man weiß nicht so recht, was eigentlich passiert ist. Erst im Frühling merken sie, da hat sich ganz schleichend etwas verändert. Da war eine seltsame Stille. Wo waren die Vögel hin? Es war ein Frühling ohne Stimmen. In den Morgenstunden hatte die Dämmerung früher vom Chorgesang der Rotkehlchen, Drosseln, Turteltauben, Eichelhäher und Dutzender anderer Vogelstimme widergehallt. Aber jetzt lag kein Klang mehr in der Luft. Nur Stille und Schweigen breitete sich über Felder und Wälder aus. Wenn die A553 hier gebaut wird, wird es auch hier still werden. Dann haben die Vögel hier keinen Lebensraum mehr. Deswegen müssen wir diese Autobahn verhindern, denn sonst singen unsere Kinder später, alle Vögel sind schon weg. Die Feldvögel werden immer seltener. Seit den 80er Jahren sind sie in Europa um etwa die Hälfte eingebrochen. Die Rebhühner sind zu 80% verschwunden. Wir haben hier in den Feldern noch ein paar Rebhühner, aber ihr werdet alle gesehen haben, wenn ihr spazieren geht, es werden von Jahr zu Jahr weniger. Aber immerhin, wir haben noch welche, wir haben noch die Chance. Wir haben sehr viele Feldlerchen hier. Wir haben Bluthämpfling, wir haben Feldschwirl, wir haben Fitis, wir haben Kiebitz. Im Langeler Auwald lebt der Pirol, wir haben den Wendehals, wir haben das einzige natürliche Habitat für den Flussregenpfeifer in NRW. Vielleicht denken ja die Brückenplaner und Befürworter, ach, diese Ökoromantiker, wenn die Vogelstimmen hören wollen, sollen sie eine MP3 runterladen. Aber so läuft der Hase nicht. Die Vögel schützen uns, die Vögel fressen nämlich Mücken und es breiten sich wegen des Klimawandels gefährliche Krankheiten weiter aus. Die tropische Malaria ist hier schon gesichtet worden. Das West-Nil-Virus ist hier nachgewiesen worden und man hat auch Angst, dass die Flussblindheit sich hier durchsetzen könnte. Und weil die Arten so gefährdet sind, haben die Naturschutzverbände und vor allem der BUND die Artenschutzinitiative ins Leben gerufen. Und zwar funktioniert das so. Wir brauchen 0,5% aller Wahlberechtigten in NRW. Das sind 66.000 Unterschriften. Und dann zwingen wir den Landtag in NRW, sich mit der Artenschutzproblematik auseinanderzusetzen. Sie können hier schon helfen. Geben Sie den Vögeln ihre Stimme. Unsere Jungs vom BUND, schwenkt mal die Flaggen. Die haben Unterschriftslisten dabei, da könnt ihr euch eintragen. Und das hilft direkt gegen die Rheinspange. Artenschutz ist das Argument gegen die Rheinspange. Es ist die Corona-Pandemie führt uns vor Augen, dass der Schutz von Natur und den natürlichen Lebensgrundlagen in das Zentrum der Politik gehört, endlich. Und es ist unerträglich, dass diese Rheinspange geplant wird.
Die Umweltverträglichkeitsuntersuchung, die offiziell durchgeführt wurde, hat alle unsere Argumente untermauert, alle unsere Warnungen. Es gibt hier keinen Platz im Planungsraum, wo diese Autobahn gebaut werden kann, wo sie in irgendeiner Form akzeptabel oder verträglich wäre. Wir stehen hier in der Hitze. Es ist ein weiterer dieser Hitzesommer. Es sind diese Hitzetage, die der Klimawandel mit sich bringt. Die Rheinspanne würde den kühlenden Rheintalwind blockieren und das Leben in Köln würde unerträglich. Wir stehen hier in dem erst vor kurzem errichteten Retentionsbecken. Das soll die katastrophalen Hochwässer zurückhalten, die der Klimawandel mit seinem Extremwetter mit sich bringt. Er soll Köln und die Städte dahinter schützen. Was für ein Irrsinn, hier Autobahnstelzen reinbauen zu wollen. Hier, wo wir stehen, kommt das Trinkwasser für Köln her, rechtsrheinisch und linksrheinisch. Das muss vor Verschmutzung geschützt werden. Und diese Autobahnbrücke soll dazu dienen, Chemie vor allem zu transportieren. Und wir haben jetzt gerade gesehen, wie gefährlich Chemietransporte sein können in Beirut. Wollen wir das hier haben? Nein! Wir vom BUND fordern mit Nachdruck, die Planungen zur Rheinspanne müssen sofort gestoppt werden. Mal abgesehen von allem, diese Autobahn bringt überhaupt nichts, denn an den Anschlussstellen würde sich der Verkehr weiter stauen. Es führt nur dazu, dass hier unsere Straßen im Dorf Landl und in Zöllendorf verstopft werden. Denn eine Verkehrsinfrastruktur von dieser Größe verringert nicht den Verkehr. Es ist erwiesen, solche Infrastruktur zieht nur noch mehr Verkehr an und den werden wir alle hier haben. Stattdessen sind wir vom BUND dafür, das bestehende Straßenverkehrsnetz umweltverträglich auszubauen und den öffentlichen Nahverkehr und den Radverkehr zu stärken. Verkehrswende jetzt! Wenn man mal vernünftig ist und die Umweltfolgekosten mit einrechnet, dann wird diese Brücke nicht unter 2 Milliarden Euro zu haben sein. Mit diesem Geld kann man den öffentlichen Nahverkehr in der Region für alle frei und umsonst machen. Viele von Ihnen sind von den Planungen überrascht worden. Ja. Denn es gab den Bundesverkehrswegeplan, es gab eine Öffentlichkeitsbeteiligung dazu. Doch damals stand die Rheinspanne im nachgeordneten Bedarf. Damit war das nicht realistisch, dass sie gebaut wird. Erst hinterher ist sie in den vordringlichen Bedarf gerutscht. Und wer da sehr unrühmlich sich aber immer rühmt, das geschafft zu haben, das ist Sebastian Hartmann von der SPD. Der hat uns das jetzt hier eingebrockt. Aber Sebastian Hartmann und alle Politiker, die weiterhin für die Rheinspanne eintreten, denen sei gesagt, der Langeler Aufwald darf auf gar keinen Fall gefährdet werden. Und er steht unter ganz besonderem EU-Schutz. Er ist nämlich ein prioritärer Lebensraumtyp. Und er darf nur aus Gründen des nationalen Notstands eingegriffen werden. Und das ist ja hier wohl kein Notstand. Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiterinnen, es gibt leider auch schlechte Nachrichten. Es ist ein Kampf bergauf. Vorgestern hat die schwarz-rote Koalition das sogenannte Investitionsbeschleunigungsgesetz verabschiedet, das wie schon andere Gesetze vorher die Umweltschutzrechte weiter schwächt und die Klagemöglichkeiten einschränkt. Ganz besonders wichtig ist hier, dass jetzt Sofortvollzug gilt. Das heißt, wenn ein Planfeststellungsbeschluss da ist, darf sofort gebaut werden. Und selbst wenn Sie Anwohnerinnen und Anwohner dagegen klagen, dann hält das die Spange nicht auf. Es darf weiter gebaut werden. Und glauben Sie nicht, wenn Sie nach Jahren Prozessen endlich gewinnen, dass dann die Autobahn wieder abgebaut wird. Und wenn, wäre sowieso alles schon zu spät, weil sehr viel zerstört worden ist. Andreas Scheuer, unser Bundesverkehrsminister, jubelt und faselt davon, dass jetzt die Verfahren entschlackt werden. Soll der Andi Scheuer erst mal selbst entschlacken? Yeah.
Wir vom BUND werden sehr genau hinsehen und überprüfen, ob diese Gesetze europarechtskonform sind. Und eins, das wissen die auch schon, und deswegen haben die den einstweiligen Rechtsschutz im Eilverfahren weiter zugelassen in diesem Gesetzentwurf. Und das kennen Sie vielleicht, das kennen Sie vom Hambacher Wald. Da hat das nämlich schon mal so, ist das so gewesen. Da hat der BUND geklagt über den einstweiligen Rechtsschutz und so ist dann der letzte Rest vom Wald stehen geblieben, weil RWE wollte den ja schnell wegbaggern. Und überhaupt erinnert mich Hambach sehr an was hier in Langel passiert. Nämlich in Hambach war das auch so. Da sind die Leute für ihre direkte Umwelt aufgestanden und haben demonstriert und die Umweltverbände sind dazugestoßen und der BUND. Und gemeinsam haben wir es geschafft. Wir konnten die Reste vom Halbacher Wald erhalten. Hambi bleibt! Solche Klagen kosten sehr viel Geld und Sie brauchen sehr viel politischen Rückhalt. Deshalb treten Sie ein in den BUND, werden Sie Mitglied. Sie können das auch bei den Jungs da machen, die jetzt nochmal mit der Fahne wedeln da. Das ist ganz wichtig. Wir müssen möglichst viele sein, damit wir eine Veränderung herbeiführen können. Und ich kann Ihnen heute für die Kölner Kreisgruppe des BUND versprechen, Rheinschwange oder nicht, wir stehen hier, wir sind bereit, für Sie hier und den Naturschutz Präsenz zu zeigen. Wenn Sie Grundstücke haben, die Sie verpachten wollen, die Sie verkaufen wollen, damit wir die Natur verträglich pflegen, wenden Sie sich an uns. Haben Sie immer Mut, denn Hambi bleibt und Aui bleibt auch. Und so das ist das Zeichen der Bürgerinitiativen für Stopp die Rheinspange. Das ist das Zeichen, dass wir es schaffen. Aui bleibt, die Feldfuhr bleibt. Und jetzt, Aui bleibt. Aui bleibt. Ich höre nichts. Aui bleibt. Und jetzt so laut, dass Sie das in Niederkassel hören. Aui bleibt! Aui bleibt! So laut, dass Sie das in Köln hören. Aui bleibt! Aui bleibt! Aui bleibt! Jetzt so laut, dass die Tasten im Landtag in NRW in Düsseldorf wackeln. Aui bleibt! Aui bleibt! Aui bleibt! Und jetzt so laut, dass der Andi Scheuer vom Stuhl fällt im Ministerium Berlin. Aui bleibt! Aui bleibt! Aui bleibt! Beeindruckend! Ich danke dir, Sabine. Ein herzliches Dankeschön an Sabine Hammer von dem NUBUND aus Köln.